direkt los. Also ja, schön hier bei euch zu sein. Das ist schön, dass Björn Thorm schon so viel über mich erzählt hat, weil ich tatsächlich gar nicht so viel über mich selber erzählen wollte. Die ihr machen könnt, wie ihr Dinge macht, wie ihr sie ändern könnt und was es mit uns macht, wie wir Dinge machen. So ist eins meines Lieblingsteils inzwischen geworden, eine bewusste Wortwahl. Wie sprechen wir? Wie drücken wir uns aus? Und Patrick hat mir von einfach schon so eine schöne Steilvorlage geboten, denn er sagte zu Theresa, ja, da müsste man mal vorbeifahren an dieser Straße, dann sehe ich es auch. Wer ist denn bitte Mann? Also Mann mit einem N, gell? Wenn Mann mit Doppel-N ist, wissen wir. Doch wer ist Mann mit einem N? Wie oft benutzen wir dieses Wort im Alltag, in unserer Kommunikation und es bleibt so irgendwie in der Mitte stehen? Es ist weder ich, es ist weder du, es sind nicht wir, sondern es ist Mann. Und genauso geht das häufig dann in der Kommunikation weiter. Also wenn ich in meiner Physiotherapiepraxis zu meinen Mitarbeitern sage, man müsste einmal die Termine ändern. Ja, ihr könnt mir glauben, das findet niemals statt. Also wenn es stattfindet, dann nur, weil ich die Chefin bin. Und da ein Bewusstsein für zu schaffen, dass wir da deutlicher kommunizieren, deutlicher mit Ich-Botschaften durchs Leben gehen. Ich möchte jenes Ziel erreichen. Ja, dann bin ich es ja. Nicht Mann sollte einmal Olympia erreichen oder eine Praxis aufmachen oder einen Marathon laufen. Es wird schwierig in dieser Wortwahl. Genauso gern das Wort von mir, mal. Wir müssten mal einen Kaffee trinken gehen. Kann klappen, wenn einer dran ist und sagt, wann treffen wir uns? Jetzt, morgen, 15 Uhr. Oder es findet einfach nicht statt. Und darauf möchte ich einfach sensibilisieren. Allein schon, wenn ihr in den nächsten Gesprächen euch ein Mann auffällt, weil ihr es nutzt, ja großartig, dann bin ich schon hellauf begeistert von euch. Und in dieser Kommunikation geht es ja auch oftmals um, wie ticken wir. So ist es, dass wir zum Beispiel Metaprogramme haben. Metaprogramme sind einfach Art und Weisen, wie wir gestrickt sind. Es gibt das Metaprogramm Same, 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 Different. Einfach ganz zum Erklären. Same, same sind diejenigen, die total gerne jedes Jahr in denselben Urlaub fahren. Das ist großartig. Also das ist ja auch völlig legitim. Und dann im Gegensatz dazu, die same different Leute, komm ruhig rein, Christi, die einfach jedes Jahr was anderes haben möchten. Die auf einmal, also ich gebe da ehrlich zu, da bin ich ein same different Typ. Ich liebe das Ferienhaus von meinem Papa in Schweden, doch zwischenzeitlich darf es was anderes sein. So habe ich mich dieses Jahr für eine Westalpen-Transalp eingeladen oder auch selber gebucht, mich selber eingeladen, mit Mountainbike. Mountainbike ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und diese Metaprogramme machen ganz viel einfach. Einfach nur, um festzustellen, hey, du tickst einfach anders als ich. Du tickst nicht schlechter, du tickst nicht besser, du tickst einfach anders. Und dadurch auch in bestimmten Situationen ein Stück zurückgehen zu können und zu sagen, es ist doch alles in Ordnung. Es ist einfach nur ein anderer Mensch mir gegenüber. Er hat seine eigene Landkarte. Ich habe doch meine Landkarte, wie ich groß geworden bin. Ich weiß, wie ich in der Kindheit was empfunden habe, wie ich heute etwas sehe. Doch wie mein Gegenüber es sieht, der ist ja ganz anders aufgewachsen. Selbst bei Geschwistern ist das schon ganz anders. Dann ist es doch wie oft, dass es uns passiert, dass wir denken, ja, ja, ich habe ihn schon verstanden. Gell? Und stellen einen Tag später fest, wir haben gar nichts verstanden oder wir haben es verkannt. Einfach nur aus der Situation, weil wir von uns auf diejenigen schließen. Also diese Landkarten, die bieten auch so ein großes Geschenk, wirklich den anderen kennenzulernen und in Kontakt zu treten und nachzufragen, hey, wie hast du es gemeint? Ich meine, wie simpel ist diese Frage? Und ich kriege großartige Antworten darauf. Ich kann nachvollziehen, wie auf einmal mein Gegenüber mit mir ist, wie auf einmal meine Mitarbeiter wirklich etwas sehen in meiner Praxis, wie meine Klienten, also ein guter Coach ist ja letztendlich ganz simpel, der kann einfach saugeile Fragen stellen. Und dadurch bringe ich meine Klienten dazu, nachzudenken oder selbst auf ihre Lösung zu kommen. Denn ich möchte die ja coachen, ich möchte die voranbringen, ich möchte nicht diejenige sein, die schön brav treten, gell? Und irgendwann dann selber denkt, oh Gott, was geht denn hier eigentlich bitte ab? Sondern Coach und auch Mentaltraining, da geht es immer darum, dass ihr selber eure Füße bewegt. Dass ihr selber bei euch etwas ändert. Nur dadurch kann es sich ja drumherum ändern. Und dann ist es egal, ob es im Privaten oder im Beruflichen ist oder im Sportbereich eben, wo es das große Ziel ist, hey, ich will zu Olympia und ich habe diese Chance, da hinzukommen in diesem Team. Und oftmals ist es so, dass in dieser Zeit selber, wo
solche Punkte schon da sind, da sind wir alle im Flow. Dann läuft's. Aber es sind ja die Phasen davor, wo wir durchkommen, wo wir auf einmal feststellen, 3 Monate vorher, verdammt, ich treffe das Tor nicht mehr. Also was soll ich denn machen? Ich gehe da rauf und ich treffe es nicht. Und dann einfach zu fragen, hey, wie machst du's? Okay, ich gehe da rauf und habe vielleicht das Gefühl, ich kann schon gar nichts mehr. Dann, wenn wir feststellen, wie wir es machen, dann können wir es ändern. Ja, wenn uns bewusst wird, ich gehe darauf schon mit dem Gefühl, oh, heute, shit, da fehlt mir was. Dann kann ich dieses Gefühl ja ändern. Es liegt doch an uns, was wir fühlen. Es ist nicht der Gegenüber, der sagt, Lena, bitte fühl dich jetzt kacke. Sondern wenn, dass ich ihm das Recht gebe und mich einfach schlecht fühle. Dass es oftmals einfacher ist, in der Theorie als in der Praxis, das weiß ich auch. Doch wir alle dürfen uns bewegen, um dahin zu kommen. Und dann auch wirklich was zu ändern, um Grenzgängerinnen, Grenzgänger unserer eigenen Komfortzone zu werden. Also Komfortzonen sind ja großartig. Die bringen uns in eine bequeme Situation. Möchten wir wirklich was erreichen und darüber hinaus und etwas lernen? Also was haben wir alle als kleine Kinder gemacht? Wahrscheinlich, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, meine Mama sitzt da, die wird es wissen. Die haben laufen gelernt. Was macht ein Kind, wenn es laufen lernt? Es läuft, fällt hin. Es steht auf, läuft, fällt hin. So lange, bis es das, was es vielleicht auf dem Tisch sieht, hat. Dann hat es Ziel 1 erreicht. Dann denkt es sich, jetzt möchte ich aber draußen auch auf dem Rasen laufen. Gell? Also raus, es kann schon 5 Schritte, fällt wieder hin, steht wieder auf. Was machen wir Erwachsenen, wenn wir Ziele haben und sie nicht erreichen? Oftmals, wir fliegen hin, bleiben erstmal liegen, jammern erstmal eine Runde und überlegen uns dann, habe ich noch Lust, weiterzumachen oder nicht? Gar keine Frage, ein Öko-Check, also ein Check von meinem Ziel, ist es noch das, was ich machen will, ist wichtig. Doch wenn wir schon beim ersten Sturz sitzen bleiben, wird es schwierig, dann erreichen wir unsere Ziele nicht. Und genauso wichtig ist es bei Zielen, dass ihr immer wisst, warum ihr etwas macht. Wenn ihr ein Warum habt und dieses verkörpern könnt, hey, dann ist es egal, wie oft ihr hinfallt, ihr steht wieder auf. Weil ihr es genau wisst. So war es für mich damals mit der Physiopraxis. Für mich war klar, okay, ich betreue meine Sportler schon längere Jahre und ich will sie selber betreuen. Und ich will Menschen zurück in die Aktivität bringen. Also, konsequent, Physiopraxis. Natürlich gibt es da Momente, wo ich gedacht habe, boah, ey, ernsthaft, der Schlaf war wieder zu wenig, die Arbeitsstunden wieder zu viel. Egal. Ich will das rüberbringen und ich will die selber behandeln und ich will, dass die alle richtig, richtig gut werden danach. Also habe ich weitergemacht. Nun habe ich sie 6 Jahre. Läuft, würde ich sagen. Und genauso ist es dann irgendwann die Unruhe in mir, also wieder, ne, same different, es kann nicht immer gleich bleiben bei mir, kam dann irgendwann die Coach-Phase, wo ich dachte, hey, was will ich noch machen? Was will ich anders? Wo liegt mein Warum? Wo kann ich was bewegen? Und da ist das Coachen einfach großartig. Also ich möchte einfach Menschen zueinander bringen, wirklich. Ja, so riesig sich das anhören mag, aber riesig ist großartig. Ich möchte die Welt verändern. Und ich kann die Welt nur verändern, wenn ich meine kleine Welt verändere. Wenn ich Menschen dazu bringe, ihre kleine Welt zu ändern, weil die ändern ja wiederum die kleine Welt der anderen. Das ist auf einmal der Sportler, der in Pyeongchang ist und Bilder schickt und sagt, ey, ist das einfach so mega geil hier, der im Flow ist. Oder es sind die Leute im Business, die auf einmal ein Team haben, was wirklich funktioniert. Ein Team haben, was auf einmal versteht, das globale Ziel. Denn das ist ja oftmals die Thematik im Business, dass wir da unterschiedliche Teams haben und der andere. Und was hat meins für den anderen überhaupt zu tun? Da hinzugehen und das aufzuarbeiten. Oder ob es im Privaten ist, wo es darum geht, was sind meine Ziele? Wo will ich meine Ziele hinbringen? Und wie mache ich die? Und welches Warum steckt dahinter? Und dann ist es häufig, Veränderungen sind am Anfang unbequem. Wie das Laufen lernen. Und dann wird es irgendwann immer bequemer. Und hoffentlich irgendwann so bequem, dass ihr wieder denkt, ich habe Lust auf was Neues. Damit es wieder unbequem wird. Und ihr fangt wieder an zu laufen und es wird wieder bequem. Dann können wir doch tatsächlich was ändern. Egal wer wo ist, egal wo wer sitzt, egal wie hoch wer hinaus möchte. Oh, großartig. Genauso, ich habe, wie machen wir es zum Thema,
diesen Vortrag definitiv in meiner Wohnung geübt, mit so manchen Sprachtechniken, exakt diese Zeit gebraucht jedes Mal, habe gedacht, großartig, ich bin safe in diesen 12 Minuten und kann euch dadurch einfach 2 Minuten mehr Zeit geben, um wirklich Fragen zu stellen. Löchert mich, denn jetzt bin ich da und kann Anreize geben, kann Ideen geben. Soll ich weiterreden? Ich rede weiter. Nee, der Vortrag wird jetzt unterbrochen und dann kriegst du 12 Minuten für die Fragen. Okay, ja, auch in Ordnung. Darf ich dir kurz ans Bein gehen? Klar. Danke. Tut mir leid, aber du musst fair bleiben. Ja, finde ich völlig in Ordnung.